Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der erste Spieltag der zweiten Bundesliga steht an. Es ist wieder mal eine krass besetzte zweite Liga. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Denkt immer dran, es ist nur eine Prognose. Bleibt immer fair in den Kommentaren zu mir und untereinander auch. Also mir ist es relativ wurscht, wie ihr zu mir seid, aber seid untereinander zumindest nett. Viel Spaß beim Zuschauen. Tippt auch gerne mit, wenn ihr Lust habt. Los geht's mit Köln gegen Hamburg. Es geht endlich wieder los. Die zweite Fußball-Bundesliga startet in die Saison 2024-2025. Und fast schon traditionell zum Auftakt muss der HSV in einem Spitzenspiel ran. Sie sind zu Gast am Freitagabend beim ersten FC Köln. Springen wir ins Spiel. Von Beginn an weg ein fußballerisches hohes Niveau. Das war auch zu erwarten bei diesen beiden Mannschaften, die wieder mit viel Erwartung in diese Saison starten. Da kann am Ende gerne mal der Aufstieg stehen. Der HSV in der Anfangsphase über Königsdörfer. Riesenchance gleich zu Beginn. Im 1 gegen 1 scheitert er aber an Urbich, der nach der Leihe von Greuther Fürth zurückgekehrt ist. Der erste FC Köln etwas mehr unter Druck hier im Heimspiel. Sie waren gefordert. Nun die erste Möglichkeit für sie. Das ist Ljubicic aus der zweiten Reihe. Heuer Fernandes zwischen den Pfosten ist aber aufmerksam. Ljubicic, um den ranken sich ja noch ein paar Wechselgerüchte. Man darf gespannt sein. Nun wieder der HSV. Meffert, Muheim, viel Platz für Reis im Zentrum. Und nach 24 Minuten ist die Saison auch toretechnisch eröffnet. Das verteidigt der erste FC Köln schlecht. Der HSV spielt es gut. Urbich auf dem falschen Fuß erwischt. Sieht etwas unglücklich aus, aber die Distanz doch sehr kurz. Über eine halbe Stunde mittlerweile gespielt. Eckball von der rechten Seite. Schonlau kann von zwei Kölner Verteidigern nicht gestoppt werden. Der Kopfball haarscharf am Tor vorbei. Unter dem Strich die Führung für den HSV schon verdient. Von Köln kam etwas zu wenig. Wir springen kurz vor den Halbzeitpfiff. Ludo wird Reis. Karabec. 0:2. Nochmal die eiskalte Dusche vor dem Seitenwechsel. Der HSV kocht hier Köln ab. Der Neuzugang mit dem linken Fuß, vorzugsweise auf dem rechten Flügel eingesetzt, markiert hier mit seinem ersten Tor den Halbzeitstand. Enttäuschung erstmal bei den Kölnern, es waren aber noch 45 Minuten, das Ganze hier auszumerzen. Doch der HSV erließ nicht locker und war sich auch nicht zu schade, mal ein Zeichen zu setzen. Direkt nach Wiederbeginn diese Grätsche hier von Ludovic Reis. Scheint hier nochmal ein Stück weit gereift zu sein über den Sommer mit einem Tor, einer Vorlage und hier auch im Zentrum mal mit einem Zeichen. Köln tat sich nun schwer, der HSV defensiv sehr kompakt. Das in der 72. Minute mal eine Halbchance, aber Jan Thielmann haut den erstmal in Stock Nummer 2. Doch Köln gab sich noch nicht geschlagen. Ein Anschlusstreffer auch kurz vor der 90. Minute kann ja nochmal was bewirken. Hasidika Dunic nicht richtig dazwischen und Hussein Basic per Kopf. Ja, aber mehr wurde es da nicht. Der HSV gewinnt zum Auftakt in die Saison mit 2:0 beim ersten FC Köln. Eine sehr reife, eine starke Leistung führt hier letztendlich zu den 3 Punkten. Und das ist über 90 Minuten gesehen auch hoch verdient. Samstagmittag, Karlsruhe gegen Nürnberg. Beide Mannschaften
haben sicherlich einiges vor in dieser neuen Spielzeit. Nürnberg wirklich ein paar Ausrufezeichen-Transfers an den Tag gelegt. Knoche zum Beispiel, das war ein dickes Zeichen. Aber das macht noch lange keine gefährliche Mannschaft. Trotzdem Nürnberg auch in der Vorbereitung sehr überzeugend. Nun zu Gast beim Karlsruher Sportclub. Die haben mit Siv Zivadze unter anderem einen EM-Teilnehmer, der mit Kvaratskhelia und Co. zusammen auf dem Platz stand. Es war eine ausgeglichene Partie. Hier dann Nürnberg so das erstmal richtig zwingend. Nach knapp 31 Minuten der Ball wollte aber noch nicht rein. Torlos zur Pause. Es war schon ziemlich heiß an diesem Samstagmittag. Das drückte ein wenig das Spieltempo. Halbzeit Nummer 2. Okunuki mit dem Ball am Fuß. Wird nicht getrennt und schießt dann drauf. Weiß mit der Parade. Steht neu zwischen den Pfosten. Mit den Fingerspitzen lenkt er den zum Eckstoß. Stunde nun gespielt. Siv Zivadze. Jensen dreht sich nochmal raus. Rapp. Naja. Zumindest wieder eine Tormöglichkeit. Martenia erst auf Spannung, dann sieht er, ja, der geht vorbei. Wobei es so deutlich nicht war. 10 Minuten noch zu spielen. Wieder Nürnberg. Peek gut durchgesteckt auf Hofmann. Der bleibt hängen, setzt aber nach und macht dann das 1:0. In der 81. Minute. Der ist seit 2008 in Nürnberg, durfte schon ein paar Mal schnuppern und jetzt macht er das 1:0 für den Club. Weiß erst überragend, dann zu spät wieder auf den Beinen. Kurz vor dem Ende der Führungstreffer für den Club. Karlsruhe kam aber noch einmal nach vorne. Jung. Siv Zivadze, gutes Auge für Robin Häuser. Der Lucky Punch in Minute 91. Verdienter Ausgleich für den KSC und die Freude war riesig. So etwas am ersten Spieltag kann etwas bewirken. Siv Zivadze mit der Vorlage. Robin Häuser läuft einfach im Zentrum durch. Hält er den Fuß rein und lässt Martenia keine Abwehrchance. So endet dieses Spiel leistungsgerecht 1:1. Etwas glücklich für den KSC durch den späten Treffer. Aber das geht am Ende des Tages schon so in Ordnung. Hannover 96 hat den SSV Jahn Regensburg zu Gast. Aufstiegsaspirant gegen gerade aufgestiegenen. So heißt es hier erstmal im Niedersachsenstadion. Die in Rot gekleideten Gäste aber mit dem besseren Beginn. Feed über Kota. Ernst steckt durch für Kota, der hat da viel Platz. Scheitert aus kurzem Winkel, spitzem Winkel, kurzem Eck. Dann aber an Ron-Robert Zieler, der aufmerksam ist und zur Ecke klärt. Hannover tat sich hier sehr schwer, in die Partie zu kommen. Halbe Stunde gespielt mittlerweile. Nun einmal die Gastgeber. Nielsen, super durchgesteckt. Gindorf. Aber Gebhardt hat den Ball. Kann ihn zwar nur nach vorne abtropfen lassen. Es hat aber kein Hannoveraner gelauert. 0:0 zur Pause, das war in Ordnung. Regensburg hielt hier auf Augenhöhe mit Hannover. Enttäuschte bis dahin, aber wir sind ja ganz frisch in der Saison. Nun wieder Regensburg. Geipel auf Garnaus und der haut einen raus. 64. Minute, 1:0 Regensburg. Bekommt zu wenig Gegnerdruck und dann feuert er einfach mal rauf. Ron-Robert Zieler kriegt die Arme nicht mehr rechtzeitig zur Seite und ist vollkommen bedient. Das war
schon ein Schock für Hannover 96. Regensburg aber spielte unbeirrt weiter, als wäre es nichts. 69. Minute, gute Chance am Ende wegen Handspiels, abgepfiffen aber trotzdem. Die mauerten sich nicht hinten ein, die spielten weiter. Schlussphase, Regensburg nochmal. Garnaus, Spieler des Spiels, Entscheidung. 0:2 in der 87. Minute. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen, aber Regensburg setzt hier mal ganz früh in der Saison ein Ausrufezeichen und sichert sich ganz wichtige 3 Punkte, die sehr, sehr gut tun und auch zeigen für den Ligaverlauf. Man kann hier auch mit den Spitzenmannschaften aus der zweiten Liga mithalten. Nach der verkorksten und von Höhen und Tiefen geprägten letzten Saison möchte Hertha BSC in diesem Jahr von Beginn an dabei sein, oben mitspielen und bestenfalls aufsteigen. Zu Gast der SC Paderborn, der spuckt den Favoriten gerne mal in die Suppe und ist dann selber manchmal mit dem Hang zum Aufstieg dabei. Einige Male hatte es ja schon geklappt, hier Hertha BSC mit der ersten Möglichkeit. Winkler in der 7. Minute, dennoch weiterhin 0:0. Natürlich ist der Ausfall von Fabian Reese sehr schmerzhaft, aber sie haben mit Winkler und hier Scherhand, starke Außenspieler, Scherhand, Schulzelt, etwas zu zentral. Die schwarz gekleideten Paderborner brauchten eine Weile. Castaneda auf Kostons. 40. Diesmal muss Ernst eingreifen. Macht das klasse. Reagiert gut aus kurzer Distanz. Hält er die 0 erstmal fest. Das 0:0 auch der Halbzeitstand. Die Hertha durchaus mit einem ansehnlichen Spiel, aber es war noch nicht von einem Torerfolg gekrönt. Aber Paderborn zu jeder Zeit gefährlich. Ecke von Rückkehrer Michel auf Grimaldi. Dass der Kopfball stark ist, wissen wir. Warum genau Diego Demme dafür abgestellt wird, ins Kopfballduell zu gehen, das wissen wir nicht. Die Partie floss nun so ein bisschen dahin, aber in der Schlussphase hatte Paderborn nochmal ein. Mit Hermann! 90. Minute, fast der Lucky Punch. Doch Ernst hatte noch einmal was dagegen, streckte sich, parierte klasse und hält so zumindest den Punkt fest für die Hertha, mit dem sie dann auch leben können. Magdeburg gegen Elversberg. Zwei Mannschaften, die erstmal wieder schauen müssen, wo sie stehen. Beide haben einige Abgänge zu verzeichnen, aber dazu sind sie sicherlich in der Lage, es zu kompensieren. Beide wählen durchaus den spielerischen Ansatz, also nichts mit hinten reinstellen und dann mal gucken. Nein, beide wollen Fußball spielen. Klappte in der ersten halben Stunde noch nicht ganz so gut. Dann aber mal Elversberg und Dürholz. Testet Riemann. Gute Parade vom Magdeburger Schlussmann. Dann ein bisschen glücklich, dass er nicht vor einen Elversberger Fuß rollt. Hier Elsheim. Ein Neuzugang, der kam vom SV Sandhausen über die linke Seite. Legt zurück auf Baris Artig. Ausnahme Künstler und Nyanka. Wow, Gnacker. In der 37. Minute. Klasse Kopfball. Super gesetzt. Nicht platziert genug. Christoph lenkt den mit allem, was er hat, noch gerade so über die Latte. Es hatte also schon etwas zu bieten, diese erste Halbzeit. Ein Tor noch nicht. Dennoch, das war wieder von beiden Mannschaften durchaus erfrischend.
Magdeburg in Durchgang 2 aber etwas stärker. Chica wird dann noch abgefangen, aber Teixeira kommt trotzdem zum Abschluss. Da im Zentrum dann nicht ganz genau ins Eck, deswegen noch die Möglichkeit zur Abwehr. Dann aber dieser Beigefunden. Chica in die Spitze zu Teixeira und diesmal lässt er es sich nicht nehmen. 65. Minute 1:0 für den ersten FC Magdeburg. Jetzt auch verdient diese Führung. Der zweite Durchgang klar in Magdeburger Händen. Da freut sich Teixeira vollkommen zurecht. Aber Elversberg wollte noch zurückschlagen. Sie hatten ja auch noch Zeit. Baum setzt sich gut durch. Und Sickinger, was macht denn der da in Mittelstürmerposition? 76. Minute. Kein Abseits. Klasse Drehung. Toll aber auch gehalten von Reimann. Kurz vor dem Ende. Magdeburg wollte jetzt den Deckel draufpacken. Elzein, Krempicki auf Artig. Verpasst hier die Vorentscheidung. Braucht etwas zu lange, um sich zu entscheiden. Dann der Außenrissschuss scheitert an Christoph. Aber es wurde nicht mehr bestraft. Magdeburg startet mit einem Sieg in diese Spielzeit und kann äußerst zufrieden sein. Topspiel am Samstagabend, der FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig. Es ist fast schon Tradition, dass der FC Schalke 04 Samstagabend spielt. Wenn es ginge, würde die DFL wahrscheinlich fast 34 Mal Schalke Samstagabend zeigen, aber hier am ersten Spieltag freuen wir uns wirklich über dieses Spiel. Braunschweig ja auch ein traditionsreicher und interessanter Gegner. Braunschweig aber auch nicht nur da, um hier irgendwie sonst was zu verteilen. Nein, die spielten hier richtig gut mit. Und Ron Torben Hoffmann, der ausgerechnet vor der Saison von Braunschweig kam, muss sich hier mal gleich auszeichnen. Richtig gute Parade. Braunschweig, stark drauf, Philippe. Und wieder Hoffmann im Tor. Muss sich lang machen, weil er nicht optimal steht, aber das macht er hier wett mit einer Glanzparade sondergleichen. Was war mit Königsblau? Die waren hier durchaus beeindruckt von dieser Kulisse. Also kennen sie natürlich, aber es sind auch viele Neuzugänge da hier. Höylund unter anderem und Sia. Gute Chance und Grill muss eingreifen. Das erste Mal an diesem Samstagabend. 32 Minuten waren hier gespielt. Kriegt den Ball an die rechte Hand. Das sieht ganz komisch aus. Also, der muss Gummifinger haben. Beim Otto Normal Mensch bricht da sicherlich das ein oder andere. Der anschließende Eckstoß. Schallenberg, Karaman hat das Auge für Höylund und wieder Grill. Die beste Phase in Durchgang 1 von Königsblau. Belohnt mit einem Tor wurden sie dafür nicht, aber nochmal zum Unterstreichen. Braunschweig war hier auf jeden Fall ebenbürtig, die ja auch eine klasse Rückrunde gespielt haben und so verdient in der Liga geblieben sind. Durchgang 2 begann dann auch besser für die Gäste. Rebiger kriegt da nicht genug Druck hinter den Schuss. Schiebt den, der wäre zwar platziert gekommen, doch Hoffmann mal wieder, muss man sagen, rechtzeitig unten. Schalke mal mit einer Standardsituation. Kalasch wird aber gut genug behindert. Setzt den dann relativ deutlich drüber.
Es ging hin und her. Bell, Bell. Rebiger. Conte. Also wirklich viele Neuzugänge hier auf dem Platz, auf beiden Seiten. Köhler. Auge für Ryan Philipp. Und irgendwann muss so einer eben mal sitzen. Wieder eine Top-Chance. Diesmal zu mittig geschossen. Wir springen in die Schlussphase. Schalke wollte mehr, macht da ein bisschen auf. Das wollte Braunschweig nutzen. Bar. Kaufmann hat das Auge für Rebiger. 84. Minute, da war es passiert. Was sich in den vorherigen Minuten fast ein bisschen angedeutet hatte. Braunschweig mit dem Führungstreffer. Da sieht die Schalker Defensive nicht gut aus. Und dieses Mal kann Hoffmann nichts mehr verhindern. Das wäre schon eine Überraschung. Schalke rannte an. Bis zum Schluss lief aber ins offene Messer. Conte. Bell, Bell. Hat noch die Luft in der 90. Minute. Und Fabio Kaufmann die Technik. Deckel drauf in der Veltins Arena am Samstagabend. Was für ein Spielverlauf. Spannend bis zum Schluss. Am Ende Schalke aber klar geschlagen. Das ist mal eine etwas dickere Überraschung zum ersten Spieltag. Hätte man nicht so erwarten müssen. Schalke ja wieder hoch gehandelt. Zu Recht natürlich auch sehr gute Neuzugänge. Aber am Ende setzt sich Braunschweig durch. Und das nicht einmal unverdient. Schalke verliert am Samstagabend 0:2 gegen Braunschweig. Sonntagmittag, 13.30 Uhr, der SV Darmstadt, Absteiger gegen Fortuna Düsseldorf, um ein H-Aufsteiger. Ein Spiel, das es am ersten Spieltag schon wieder in sich hat. Düsseldorf in den weißen Trikots, erstmal defensive Herangehensweise, dann aber mit schnellem Umschalten. Und Niemic hat das Tempo, der hat das Tempo! 1:0, 15. Minute. Was für ein Auftakt für Fortuna Düsseldorf. Da ist er einfach schneller als Jasula, dem EM-Torschützen für Albanien. Aber da war die Konterabsicherung bei Darmstadt nicht vorhanden. Düsseldorf hat in diesem Jahr aber auch einiges vor, ist ja klar. Die wollen endlich hoch. So knapp davor und jetzt fast mit dem 2:0. Marcel Sobotka, der ist auch ein Tausendsasser, der mittlerweile als Fortuna-Legende wohl bezeichnet werden kann. Darmstadt mal mit einer guten Freistoßposition in der 33. Minute. Aber festgehalten von Carsten Meyer. Nach 45 Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Das war auch so in Ordnung. Darmstadt fiel gegen sehr gut gestaffelte Düsseldorfer nicht ganz so viel ein. Durchgang Nummer 2. Klaus, da zocken sie da hinten ein bisschen. Kleefisch mit der Balleroberung und Marseiler. Testet Carsten Meyer, aber gegen diesen zentralen Schuss kann Carsten Meyer leicht was ausrichten. Jetzt wieder Düsseldorf. Niemic, 53. Minute. Verzieht den doch etwas. Macht aber ein klasse Spiel und ist mit seiner Geschwindigkeit ein wirklicher Game Changer in diesem Spiel. Bis dahin.
Aber Darmstadt wurde schon deutlich besser. Wilhelmsson. Kastmeier bekam nun mehr zu tun. Ist aber hier im kurzen Eck zur Stelle. Doch diese Umschaltsituation von Düsseldorf, sie brachten den Darmstädter Strafraum immer wieder ins Wanken. Und jetzt fiel er auch. 0:2. 71. Minute, Marcel Sobotka mit der Vorentscheidung. Ein butterweicher Flankenball und dieser Kopfstoß. Der ist einfach wunderbar. Schwer so zu platzieren mit der Laufrichtung, aber diesen Drill da drin, den Drall im Ball, da kommt Schuhn nicht mehr ran und kann das 0:2 nicht verhindern. Und das bedeutete am Ende auch den Auswärtssieg für Düsseldorf an Spieltag 1, der verdient war. Preußen Münster ist zurück in der zweiten Bundesliga. Lange mussten sie drauf warten, harte Zeiten überstehen. Das ist nicht nur eine Floskel oder ein Liedinhalt, nein, das war wirklich so. Aber sie haben es sich wirklich verdient und jetzt am ersten Spieltag müssen sie bei der Spielvereinigung Fürth ran. Die in weiß gekleideten Hohenhöfler, die haben sich sicherlich einiges vorgenommen, auch wenn da mal wieder die ein oder andere Position umgestellt werden musste. Die erste Chance gab es für Fürth. Branimir Hrgota, einer von denen, die da geblieben sind. Aber unter anderem der Tormann Urbich musste ersetzt werden, war ja nur von Köln ausgeliehen. Jetzt mal Preußen Münster in Schwarz gekleidet. Und da hatten sie einiges im Gepäck. Badmatz in der 21. Minute mit dem 1:0. Klar hat sich da einiges geändert im Kader, aber auch noch viele der Aufstiegshelden sind dabei. Noll im Tor von Fürth kann nichts machen. Kurz vor der Pause noch einmal Preußen. Lorenz, wieder Badmatz und der schießt wohl gerne aus 16, 17 Metern. Der rasiert hier Fürth einmal gegen den Strich. Abstände sind zu groß bei der Fürther Defensive. Noll kommt da nicht ganz aus dem Stiefel. Aber absprechen möchten wir Badmatz auch nicht, dass das ein straffer, guter Flachschuss war. 0:2 zur Pause. Der Aufsteiger sorgte hier mal mächtig für Alarm im Sportpark Ronhof. Fürth mit einer großen Aufgabe für Durchgang 2. Müller auf Srebeni, der nicht durchkommt. Schenk am Ende ohne Probleme. So noch ein Fuß dazwischen. Aber es wäre durchaus mehr drin gewesen. Doch Preußen Münster wollte sich nicht verbarrikadieren und hatte diese Chance und diese Chance. Achtung, und diese Chance. Da hätte es gut und gerne mal 0:3 stehen können. Was für eine Szene. Lattenkracher. Meierhöfer mit der Fußspitze. Nochmal die Chance, wieder Meierhöfer, der hier wirklich gefühlt 1,8 Expected Goals einfach mal so verhindert. 20 Minuten noch zu spielen. Preisinger, klasse durchgesteckt. Grodowski mit dem 0:3. 69. Minute. Da wurde dann auch mal das Fürther Publikum ein bisschen unruhig. Klar wissen die, was da für eine Qualität auf sie zukommt mit Preußen Münster, auch als Aufsteiger, aber 0:3, das tut am ersten Spieltag dann doch ziemlich weh. Viertelstunde noch zu spielen, das Spiel war quasi gegessen, aber Fürth wollte zumindest noch den Ehrentreffer, der es unter Umständen ja sogar nochmal spannend gemacht hätte, aber
der fiel nicht mehr. Es blieb beim 3:0 Spieler des Spiels, Batmas mit seinem Doppelpack. Das war mal ein Zeichen. Spiel Nummer 9 des ersten Spieltags. Ein weiterer Aufsteiger kommt rein in die zweite Bundesliga. Es ist der SSV Ulm zu Gast. Die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Also das ist doch auch nochmal eine herrliche Spielpaarung am Sonntagmittag. Kaiserslautern logischerweise in den roten Trikots zu Gast beim Drittligameister. Rundstart, probiert es da gleich mal. Sehr gute Möglichkeit. Knapp, aber am Tor vorbei. Kaiserslautern auch wieder mit einigen Verstärkungen im Sommer. Schauen wir mal, wohin die Reise geht in dieser Saison. Hanslik, gutes Auge für Marlon Ritter. Es dauert 18 Minuten, da klingelt es das erste Mal im Ulmer Gehäuse. Der FCK führt und das verdient. Ulm zu weit aufgerückt, dann sind die Lücken viel zu groß. Und Ritter, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Jetzt aber auch mal die Gastgeber mit Stoll. Hat viel Platz und das Auge für Hiegel. Hiegel! Kral muss das erstmal eingreifen. 33. Minute, klasse Chance. Vielleicht wartet Hiegel da sogar ein bisschen zu lange mit dem Abschluss. Weiterhin 0:1. Kaiserslautern war aggressiv. Sie wollten nachsetzen. Hanslik, Tomiak, auch der in Mittelstürmerposition. Ja, das kommt mal vor. Hanslik, nein, nicht das 2:0. Ortak hat etwas dagegen. Hält den Spielstand erstmal bei dem knappen 0:1, das so aber durchaus in Ordnung ging. Zweite Halbzeit viel Leerlauf. Jetzt mal Ulm, Freistoß aus dem Halbfeld. Aber zu wenig, das war etwas glücklos bisher, aber am ersten Spieltag kann noch nicht alles glatt laufen. Das hat man hier gesehen, aber Ulm blieb dran bis in die Schlussphase. 5,5 Minuten noch zu spielen. Krattenmacher, Brandt, nochmal zu Rösch, in die Mitte gespielt, Cesar und Ludwig, das war sie nochmal, die Riesenchance zum Ausgleich in der 87. aber Kral hält, Kral pariert und Kral hält diese 3 Punkte fest. Schwieriger Auftakt für Kaiserslautern, aber er ist geglückt. Sie gewinnen durch das Tor von Marlon Ritter mit 1:0 bei SSV Ulm. So, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Der erste Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga ist in der Prognose vorbei. Sorry. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim ersten Spieltag. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.